Ja, liebe Freunde, willkommen zum zweiten Teil der Dänemark-Tour. Wir sind immer noch am ersten Tag unterwegs. Fahren soll. Dann sag du, dein Kopf ist in der Nähe. Und dieser Tag geht weiter, wie es begann. Das neue Ziel ist der Leuchtturm von Blåvand und das Garmin soll führen. Aber Garmin meint, nö, da der Leuchtturm ja eigentlich am Meer steht und wir es schon riechen können, kann es nur eine Richtung geben. Wenn Michas Navi wieder Orientierung hat, soll er mich überholen. Weiter vom Ziel. Nach etwas Überzeugung drehen wir und sind wirklich auf dem richtigen Kurs. Dort, wo wir das erste Mal umkehrten, waren wir richtig. Und dort müssen wir wieder hin. Jo, ich weiß nicht, ob wir das heute noch im Griff kriegen. Wir fahren jetzt nochmal dahin, wo wir waren. Gut. Also nur ein bisschen Kreisverkehr. Wollen wir sehen, ob er das nimmt. Das kennen wir uns ja auch.
Und dann taucht der weiße Spargel am Horizont auf. Es ist nicht nur ein Seezeichen, um verwirrte Schiffe den Weg zu weisen. Jetzt ist es eine Landmarke für verirrte und verwirrte Biker. So, jetzt kannst du noch mal fahren. Papi, krieg hier ein Eis. Was wir vorhin schon versprochen. Ja, Sohnemann, wir gucken mal, was ich machen lässt. Da oben ist ein Schild, ich seh das. Ich glaube, Eis gibt's ganz oben. Nein. Oben auf dem Turm, bitte. Den Turm haben wir nicht bezwungen. Wir hätten Geld bezahlen sollen, um die Treppe zu nutzen. Wenn wir Geld bezahlen wollten, um Sport zu treiben, gehen wir ins Fitnesscenter. Naja, aber auch das meiden wir. Wir denken, Lenker festhalten ist Sport genug. Gelaufen. Duken.
Peng, 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 peng. Haben Sie hier eine Genehmigung? Ja? Aber immer noch. Ach ja, klar, ey. Ja. So wieder nicht? Ich bin der von der Allianz, ach nee, Alliierten, ach was weiß ich. Ja. Ich hatte es Sohnemann am Turm versprochen. Jetzt löse ich mein Versprechen ein. Es geht erst tanken, da der Shopper wohl nur noch mit atmosphärischem Druck läuft. Und dann gibt es endlich Eis. So, meine Herrschaften, und jetzt kriegen wir endlich ein Eis. Papi hat gesagt, wir kriegen jetzt ein Eis. Er hat es versprochen. Unbedingt gleich, Mario. Und wir nicht. Komm jetzt, Eis essen. Eis. Foodtruck steht da. Ja. So, mein Eis. Mein Eis. Mein Eis. Und das ist sein Eis. Und da ist Michas Eis. Mmh. Und wo ist Ulf sein Eis? Ulf kriegt sein Fels alle. Ulf kriegt keins? Seine? Ja, ja, ja. Ulf kriegt keins. Ulf darf bezahlen. Er darf nicht nur, er möchte von sich aus. Hast du denn dein Oreo nun gekriegt? Ja, hab ich bekommen. Kannst du das jetzt, das Oreo... Oreo. Oreo in den Mund, ja. So, tut mir leid. Sonst schmilzt mir mein Eis. Ich muss jetzt leider essen. Na, knirscht so schön. Mhm. Der Chef hat heute auch den großen. Deins hat wieder am längsten gedauert, wa? Ja, weil ich was ganz Besonderes wollte, das sage ich euch natürlich nicht. Mhm. Ne. Er hat die Füllung innen drin. Genau. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Habe ich ja gerade mit Mario gesagt. Das ist also so, wo ich sagen wollte, ja. Größer muss er auch nicht. So, der Meister ist auch da. Wir kriegen jetzt wieder
Ach nee, sein Bart bekommt jetzt auch wieder Eis. Er kriegt auch ein bisschen davon ab. Also, lass dir schmecken. Vor allem muss ich mich beeilen. Das ist am Limit, aber voll ist sie noch lange nicht so. Aber sie zeigt mir schon gelb an. So, nochmal die Frage. Ja, das Eis hat nach mehr geschmeckt. Nach noch ein Eis. Oh ja. Wir könnten jetzt ja, mehr Eis. Der Bart hat auch was abbekommen, so wie gesagt. Ja, aber ich hatte keins. Wie hatte keins? Aber zufriedene Gesichter sehe ich ja doch. Ah ja, es geht. Ah, ja. Hätte schon eine Stunde vorher sein können. Oh oh. Ja, da hast du ja schon gedrängelt. Ja. Lächeln. Ja. Nein. Und jetzt. Hey, Helden. You looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing. Probably something. Alle wieder auf dem Hof. Auch die AWO hat's geschafft. Das einzige, was verlustig ist, ist der Spiegel. Genau der. Baby, I only want you. Ich hab das genau gesehen. Falls meine Frau das Video mal sehen sollte, das ist nicht meine. Okay. Ich hab das genau gesehen. Also ich sehe, du entspannst schon. Ja. Wann gibt's Essen? Erstmal gibt's doch Flaschenpilz. Genau. Ja. Ist hier nicht zu Hause, mein Jetzt ist es scharf. Jetzt sieht sie richtig scharf. Alter, sieht die jetzt scharf. Männer bei der Arbeit. Wenn das unsere Frauen sehen würden. Hast du überhaupt eine Lizenz für so ein scharfes Werkzeug? Du willst mal anfangen. Das ist ein Bike-Schärfer, oder? Nee, jo. Und meine Frau. Sowieso. Okay, danke. Hat er noch Zwiebeln oder so was? Soll alles schon drin sein. Ach so. Wie, haben wir etwa Fertigpackung? Na, ja. Nee. Das war die falsche Antwort. Die Kamera ist an. Männer ernähren sich doch nicht von Convenience. Alles frisch. Das ist nicht so was. So, liebe Leute, ihr seht die Mario Koch Show. Aus Sicherheitsgründen sollten professionelle Köche, Kinder und Jugendliche hier abschalten. Die eigenen Frauen sollten sich diese Sendung auch nicht antun. Sie könnten Männer am Herd sehen und durchaus schlussfolgern, dass sich diese selbst versorgen können. Dem ist nicht so. Aussieht, als wenn ich Aufwand machen würde. Mach ja, aber nicht. Aber nimm die dazu die Hände von. Ach so. Das ist leid. Hier drin wird gewirbelt wie in einer Großküche. Aber sowas von. Alles beschlägt. Alles beschlägt. Ja. Wahnsinnig durch die Kurs von der Arbeit. Ja, seid ihr doch. Was die Wurst wieder. Wir kommen nochmal, ne? Ja.
Was ist hier los? Teller sind noch leer. Hunger. Der Mario ist nicht so schnell. Ja, ja. Wir hätten ja geholfen, aber er lässt ja. uns nicht. Er lässt doch, doch, er hat geholfen. Er hat den Herd unten angemacht. Ja, genau. Mehr kann man, Unterhitze gestellt. Mehr kann man mir nicht anvertrauen. Aber du darfst jetzt auch nicht sagen, Andrea, hält das Messer in der Hand. Ja. Er ist nicht scharf, aber spitz. Ja. Und bis zum Griffe Spaß. Oh, aber ich glaube, da ist eben gerade was runtergefallen. Und wieder 3-Sekunden-Regel. Jawohl. Also ganz ehrlich, eben war es ein lautes Ja. Ja. Ne? Bei der zweiten Frage plötzlich alle wieder kleinlaut. So geht das nicht. Da geht die Kamera ja auch an, deswegen werden sie alle leise. Ach so. Ulf, die wissen, was es gibt. Ja. Schappi. Schappi gibt es heute. Viel Geschmacki an Schappi. So, wem es nicht geschmeckt? Oh, das hat doch... Danke, Mutti. Jawohl. Dann können wir den Meister zuerst mal geben. Ja, genau. Hau ihm mal was drauf da. So, nee, komm, ey. Ich will hier nicht Versuchskaninchen sein. Doch. So, das wird hier nicht gemäkelt heute, meine Herrschaft. Der Star-Koch hat gekocht. Und die Kartoffeln sind braun. Ja, das muss vom Altöl sein. Und wer denn nicht sieht, dass die braun sind, er soll sich die Sonnenbrille aufsetzen. Ja, okay. So, nochmal. Prost! Oh. Prost! Prost! Aber nimm den Deckel ab. Ja. Nein, der Deckel. Ja. Der Deckel, aber... Hab ich die fertige Kartoffel gut aufgeblendet? Oh, nein! Ich glaube, jetzt traue ich mich auch. Ist noch keiner umgefallen. Also wir können keine Witze erzählen. Nein, können wir nicht. Geht nicht. Aber was Frauen denken, wenn Männer zusammen unterwegs sind. Prost! Es geht nur ums Trinken. Ja. Ja. Und wir reden über Frauen. Genau. Warte, ich habe hier noch einen. Guck mal. Ja. Ja. Wie wunderbar. Oh, schön. Ja. Wir erzählen doch nichts Böses. Wir loben sie nur. Was Männer wirklich tun. Ob ihr es glaubt oder nicht, Kochen und Motorradfahren hängt irgendwie zusammen. Also Freunde, bei Gefallen Daumen hoch. Wer besser kochen kann, der meldet sich. Alle anderen schauen den dritten Teil. Danke fürs Zusehen. Bis dann.